Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Nicht zu vergessen über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Ken läuft in Zeitlupe oder was ist das hier? Was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt irgendwas Cooles bekommen hier? Wir brauchen ganz dringend CPU-Kerne. Also wir kommen hier irgendwie auf keinen grünen Zweig. Irgendwer von euch muss jetzt diese Käfer hier schlachten. Und dann müssen wir priorisiert Zeug bauen. Wir haben nichts auf Lager. Stoff haben wir ganz viel. Rohes Insektenfleisch haben wir nicht besonders viel. Das heißt, Christa geht jetzt wieder forschen. Das heißt, Marki geht pennen. Schon 20 Uhr. Lara baut Klimaanlagen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Aber ich würde sonst Lara mal sagen, hier, yeah, come on, schlachte. Schlachte, bevor du ins Bett gehst. Weil ich glaube, die ist auch schon ganz schön im Eimer. Aber dann können wir morgen vielleicht ein bisschen tierisches Fett machen, ne? Das wäre ganz gut. So, das machst du jetzt bitte noch fertig und dann kannst du gehen. 11 Stück habe ich ihr gegeben, ne? So, ab ins Bett mit dir. Noch nicht? Ja, nimmst noch ein bisschen was mit, genau. Nimmst noch ein bisschen was mit, lecker, lecker. Und dann machen wir Fett. Okay, perfekt. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Rohes Insektenfleisch. Wie viel haben wir davon? 149, geil. Okay, dann müssen wir ja hier eigentlich priorisiert jetzt Dings machen können. Warten auf Zutaten. Let's go. Okay, sehr gut. Minus 2 Grad? Was? Warte mal, wir brauchen noch... Wisst ihr, was wir noch brauchen? Fällt mir gerade ein. Habe ich auch noch nicht gebaut. Moment, ich hoffe, wir brauchen dafür keine CPU-Kerne. Bitte nicht. Ventilator. Oh, der ist auch neu. Den kenne ich noch nicht. Thermostat. Aber auch da brauchen wir so einen verkackten CPU-Kern. Mann! Ich möchte halt gerne, dass die anspringen. Aber ich will jetzt ein Oh Mann. Können wir mal bitte so einen CPU-Kern bauen? Ich hätte gerne einen CPU-Kern. Aber da fehlt uns wieder Silizium, ne? Ja, wir haben kein Silizium. Wo sehen wir das? Hier. 13 Silizium. Wir brauchen aber 25. Oh Mann. Ach, come on. Naja gut, egal. Dann machen wir jetzt auch keinen Thermostat. Dann machen wir einfach die Öfen an, wenn es kalt wird und dann ist gut. Drin haben wir ja noch... Boah, und innen Minusgrade? Was? Okay, Ken, bitte. Warte mal. Lüftungsschacht. Hier, schließen. Ken, schließen. Ken? Lüftungsschacht. Schließen. So, herabfallende Raumschifftrümmer. Ich freue mich. Okay, ich gehe mal wieder auf kleine Geschwindigkeit. Aber hier, diese Dinger müssen geschlossen werden. Fenster müssen geschlossen werden. Wo sind die Fenster? Wo sind hier? Großes Holzfenster schließen. Sehr gut. Und auch hier. Warte mal, es sind ein paar mehr Holzfenster.
Großes. Wo ist das Fenster? Holztisch. Ich will keinen Holztisch, ich will Fenster. Mann, oh, ach, come on. Dann halt per Hand. Wir schließen. Es wird nämlich wieder kalt. So sieht es aus. Hier ist geschlossen. Okay, gut. Kümmert euch bitte darum. Das wäre wirklich grandios. So, CPU-Kerne brauchen wir 1 Million, aber wir haben keine. Wer kann sich bitte hier noch drum kümmern? Schafft auch irgendwie keiner, ne? Ken trägt Sachen. Oh, Ken hat ein paar Ressourcen geborgen. Oh, ich wünschte mir so sehr, wir würden hier Benzin finden, ne? Oh, das wäre so gut einfach. Mann, wäre das gut. So, hier brauchen wir das da. Wie viel Bandage möchtest du jetzt noch machen? Können wir bitte die Prio ein bisschen ändern? Ich habe doch die Priorität hier oben. Repariere Windrad. Okay. So. Lara. Repariert. Danach. Wo ist Maki? Was macht Maki? Herstellen. Oh, geil. Sehr gut. Maki, bist die Beste. Und dann Lara, wenn du das repariert hast, bitte schlachte die ganzen Schlüpflinge. So, wir haben 15... Nee, 25 Treibstoff. Das bedeutet, sobald wir hier noch Treibstoff voll haben, schicken wir Ken los. Wir müssen jetzt mal irgendwie gucken. Dass er loskommt. Ich weiß nicht, wie es Ken geht. Was macht er gerade? Der braucht Entspannung gleich. Ich hoffe, das macht er auch gleich. Sehr, sehr gut. Oh, Hose. Sender Hose. Okay. Eine Hose hat er gebaut. Und die rüstet er sich jetzt aus? Ist hier nicht irgendwer noch ohne Hose rumgelaufen? Yoko, ne? Yoko hat keine Hose. Oh nein, guck mal hier. Naja, ich hoffe, er macht denn gleich noch ein paar mehr Hosen. Das wäre ganz gut. So, wie sieht's hier aus? Alte Sprache 10%. Die brauchen wir ja für das außerirdische Raumschiff. Ich hoffe, dass wir dann richtig nices Zeug finden, wenn wir die erforscht haben. Aber das dauert halt noch eine Weile. So, wie sieht's aus? Immer noch nicht fertig. Mann. Warte auf Arbeiter. Na gut, dann esst ihr immer alle schön. Habt ihr verdient? Maggie, bitte, könntest du... Na gut, oder mach doch das erstmal, damit du hier weitermachen kannst, ne? Ist schon okay. Wir können Ken sowieso erst morgen losschicken. Wo willst du jetzt hin? Nee, warte mal. Bitte, mach das fertig. Mach's einfach nur fertig und dann kannst du hier Handpfanne spielen. Handpfanne, bis der Arzt kommt. Ich schwöre. Guck, du bist schon fast durch. Let's go.
Perfekt. So, dann bringst du das hier rein, dann kannst du hier Musikinstrumente spielen. Gut. So. Wir werden auswählen für morgen Expedition. Was werden wir auswählen? Das können wir erst machen, wenn wir die Sprache erforscht haben. Hier. Alte Abschutzstelle mit großen Trümmern. Wenn du einen Überlebenden mit einem hohen körperlichen Fähigkeit schickst, verbessert sich das Ergebnis der Bergung. Also er wäre halt sinnvoll hier. 5-mal Raumschifftrümmer. Eine alte Sternschnuppe, da haben wir nur 2 Tage Zeit. Müssen wir machen, müssen wir als erstes machen. Man weiß nie, wenn wir da noch jemanden kriegen, das wäre halt super cool. Also nehmen wir das morgen. Sobald er aufsteht, der Gute. Hier ist wieder irgendeine Kackdeckenlampe kaputt. Okay, Ken ist im Eimer. Sender möchte Alkohol trinken, ganz viel. Irgendjemand muss aber jetzt die Deckenlampe noch heil machen. Das wäre noch ganz cool. Oder so. Ich habe irgendwie... Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die bald noch so Sachen implementieren wie... so Elektroschäden, das anfängt zu schmoren irgendwo und dann hier die ganze Hütte in Brand gesteckt wird oder sowas. Also Brand und solche Geschichten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann noch passiert. Und dass du dann hier das nicht mehr in den Griff bekommst und dann einfach alles in Schutt und Asche ist, inklusive Feld. Also einfach alles im Arsch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Maki, was machst du gerade? Achso, du machst selten Fette, genau. Das ist okay. Fortschrittliche Pistole. Ich denke, ich werde Sender mal eine neue Pistole geben. Die kann er sich mal holen. Weil er hat gar kein Gewehr mehr. Wer von euch mag denn jetzt bitte... Ich glaube Christa, ne? Christa, wenn du jetzt gerade eh auf dem Weg zum Bettchen bist... Repariere doch bitte mal die Deckenlampe. Ist eh auf dem Weg. Komm, dann nimmst du noch ein, zwei Sachen mit. Und dann gehst du dahin. So, Sender macht eine Hose. Sender macht eine Hose und die möchte ich priorisiert an unsere gute Yoko geben. Die rennt hier die ganze Zeit in so einer fetten Winterjacke rum. Und ohne Hose. Was ist das denn? Geht gar nicht. Sehr gut. Okay, dann könnt ihr alle schlafen gehen und Sender macht noch ein paar Hosen fertig. Guck mal, der ist schneller geworden, ne? Kann das sein? Oh, Ken. Ja, hi. Warte mal, Sender. Bevor du essen gehst, bitte das. Danke. So. Sehr gut. Wer steht auf? Yoko. Yoko mit ihrem Mantel und ohne Hose. Aber jetzt kriegt sie eine Hose. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. So. Kann Sender weiter Hosen machen? Das wäre auf jeden Fall gut. Und ich glaube, es ist gar nicht notwendig, immer zu sagen, wir müssen hier 5 Hosen auf einmal auf Halde haben. Ist ja eigentlich Quatsch. Die müssen ja nur auf Lager sein. Wenn jemand Hosen rausnimmt aus dem Schrank... Oder so. Wenn, dann fängt das dann wieder von vorne an, ne? Also ich muss ja immer dieses... Nicht mal, sondern bis muss ich ja machen.
Im Prinzip. Eigentlich muss ich alles mit Biss machen. So, ich mach mal die ganze Kacke jetzt weg hier. So, wir machen ab sofort Hose, normale Hose. Immer, bis wir eine haben. So. Genau. Dann machen wir T-Shirt. Immer, bis wir eins auf Halde haben. So, da haben wir ein Limit erreicht. Das ist gut. Wir haben immer ein T-Shirt. Jeder kann sich eins rausnehmen. Und das gleiche machen wir mit den Schuhen. Beziehungsweise auch mit warmen Sachen. Die Stiefel müssen wir nämlich auch haben. Das ist auch sehr wichtig. T-Shirt, Stiefel, Hose. Und Jacke wäre auch gut. So. Bis eine. So. Okay. Das möchte ich auch. So, da haben wir wenigstens erstmal so eine mittlere Klamotte für alle. Und dann hätte ich gerne... Achso, Hut wäre auch gut, ne? Was, noch irgendwie so eine Mütze oder so. Auch immer einer, bis einer da ist. So. So, dann möchte ich gerne noch... dass wir für alle... Wo ist denn die Rüstungskiste eigentlich? Stiefel. Synthetische Stiefel, immer einer. Der Helm. Immer einer. Synthetische Hose, immer eine. Ich will eigentlich, dass jeder eine Rüstung hat. Aber irgendwie auch Ersatzhosen, ist auch wichtig. Und die Jacke, die Weste. So. Bis. Kann ich das wegmachen? Ja, ne? Wart auf Arbeiter, genau. Limit erreicht, lalala. Alles, hier ist was falsch. Das müssen wir nochmal neu machen. Das waren die Stiefel. Welche Stiefel? Die klassischen Stiefel. Und zwar diese hier. Ne, da brauchen wir Turnschuhe. Turnschuhe ist besser. So. Okay. Gut. Ist ein bisschen übersichtlicher, glaube ich. So, hier haben wir Limit überall erreicht. Erste-Hilfe-Kit, alles gut. Bandagen 20, ja, sollten wir schon haben. Aber vegetarisches Leder auch immer, bis wir 50 haben. Bis wir 50 haben. So, so ist besser. Eigentlich ist die Biss-Variante immer besser, weil dann hören die nie auf und machen das automatisch. Wenn irgendwo zu wenig ist, machen die das automatisch. So. Gleiche eigentlich hier. Laserpistole habe ich pausiert, ne? So, CPU-Kerne möchte ich immer haben. Muss auch immer einer da sein. Immer ein, also eigentlich zwei. So. Electronics müssen 50 am Start sein. Da machen wir jetzt aber 30 draus. Energiezellen bitte auch immer. Energiezellen immer zwei. Impulsgewehr 1 auf Lager. Genau. Und dann machen wir auch gleich noch eine Laserpistole, eine auf Lager. So, perfekt. So, hier. Warum? Ach, weil ich hier 150 reingeschrieben habe. Das ist ja auch völlig insane. Mach mal 50. Da wirst du ja blöd bei. Okay, 50 ist gut. So, pflanzliches Öl. Machen wir 30. Machen wir 30.
Hier auch. So. Okay. So, alte Tage sind wir schon bei 69%. Geil. Sehr, sehr gut. Oh Gott. So, ich habe geschlafen, ne? Es ist 13 Uhr. Und Ken ist noch nicht unterwegs. Ich bin ein Honk. Ich bin ein Honk. Sternschnuppe, sofort los. Let's go. Wir müssen gucken, ob wir da irgendwas bekommen. Ja. Come on. Los mit dir. Ich hab das voll verdattelt gerade. Oh mein Gott. Ja. Okay, okay. Ken geht auf Expedition. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir kriegen noch einen siebten dazu. Einen siebten Survivor. Das wäre halt super cool. Kann ich Lara... Was macht Lara gerade? Versorge Brennofen. Und danach möchte ich gerne meine gute... Dass du... Daniel machst. Und diese hier. Und diese auch. So. Wir haben kaum noch Metall, weil hier überall jetzt Metall drin ist in den Dingern. In den Klimaanlagen. So, ich mag den Tag-Nacht-Sensor. Ich freue mich voll drüber. Okay, perfekt. Haben wir das alles ein bisschen eingeschränkt. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, was haben wir hier? Ich habe einen kleinen, glatten Meteoriten gefunden, der angenehm glänzt. Ich glaube, ich werde ihn als Glücksbringer behalten. Na toll. Bestimmt ein gutes Omen. Genau, irgendein Explosivgeschütz oder sowas. Egal, wir nehmen mal Nummer 1. Das heißt, er hat gar nichts gefunden. Wir haben jetzt 30 Liter Treibstoff für nix und wieder nichts, oder was? Oh, das ist ärgerlich, Leute. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. So, Türen sind zu. Soll ich die Ofen schon anmachen? 3 Grad innen ist halt jetzt auch nicht so viel, ne? 2 Leute kochen. So, dann mach mal an hier. Wer auch immer das jetzt anmacht. So, Sender, was kochst du? Genau, was kochst du eigentlich jetzt für Klamotten? Mantel machst du jetzt. Immer einen. Und die werden sich ja so nach und nach ausrüsten dann. Mit Zeug. Und das, dann ist es, glaube ich, genau richtig. So, Lara. Ein Grad innen ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut. Lara, du wirst jetzt gleich die Heizungen bearbeiten. Alle. Und dann den auch noch. So. Und dann wird es hier schön muckelig warm. Guck mal, wie schön. Ah, so ist gut. So ist gut. So, hier machen wir auch an. Warte. Warte, 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 Sender. Warte mal.
Sender. Bearbeite Heizung. So. Sehr schön. Gut. Läuft. So, aber das mit Ken war jetzt ein bisschen. Bisschen blöd. Der ist jetzt wieder da. Kein Treibstoff mehr drin und die Expedition war voll für den Arsch. Das war echt nicht gut. Geht noch nicht. Raumschifftrümmer. Ja, wir machen Raumschifftrümmer. Aber jetzt müssen wir erstmal noch Zeug machen lassen hier. Auf Lager haben wir 15. Ich werde nur Ken ganz kurz sagen, er soll das befüllen, dann kann er schlafen gehen. Oh! Oh ne, es sind nur 15, ne? Ja, schade. Okay. So, Lara bricht gleich zusammen. Ich glaube, Lara, du solltest jetzt mal kurz... Lara, bitte. Musik spielen. Jetzt. Spiele ein bisschen Didgeridoo, damit du dich entspannst. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, come on. Ja, ich glaube, es geht dir dann besser. Guck, es geht ja schon besser. Das ist doch schön. Okay. So, wer macht jetzt hier... Du machst... Maki macht jetzt Zeug. Und dann hoffentlich das da. Und dann machen wir den wieder voll und dann kommt die nächste Fuhre. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber warte mal, wir haben bald die uralte Schrift, ne? 80%, die alte Sprache. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge... eine Tour zu machen und das außerirdische Raumschiff zu erkunden. Das wäre natürlich super cool. Ich erhoffe mir halt super nice Ressourcen. Oh, wie schön das aussieht hier mit dem Herbst. Dieser Herbst. Wer hackt hier eigentlich Bäume? Niemand? Niemand hat die Absicht, Bäume zu hacken. Ken. Aber der geht eher bergen jetzt erstmal. Weil ich ihm das aufgetragen habe. Aber jetzt schläft er, ne? Was ist voll? Das hier? Wo stand jetzt gerade voll? So, ja, perfekt. Das alles ein bisschen runterschrauben, weil sonst hängen wir uns zu viel auf mit den ganzen Produktionsketten, ne? Da haben wir zu viele Sachen zu tun und kommen nicht vorwärts. Lieber kleinere Schritte. Lieber kleinere Schritte, dann geht das vorwärts. Das ist besser. So. Auftanken wäre gut. Aber egal. Jetzt haben wir ja mit dem Wind und so haben wir jetzt erstmal genug Energie. Gut, Christa macht weiter. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, hoffe ich, dass wir die alte Sprache dann erforscht haben. Das wäre so cool. Das wäre so, 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 so cool. Wie viel haben wir jetzt? 81, na gut. Und dann werden wir Ken nochmal losschicken. Er trinkt jetzt erstmal ein Bierchen und versucht sich ein bisschen zu entspannen, der Kleine.
Der Kleine. Das ist unser stärkster Mann. Was ist denn das hier alles? Pillen, oder was? Oh mein Gott, wie viele. Nicht schlecht, nicht schlecht. So viel Antibiotika? Brauchen wir die? Lieber haben als brauchen, ne? Gut, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Thank you.